Hallo. Überraschung, Überraschung. Ich habe gesagt, schau mal vorbei hier. Na, wir haben hier ja eine Abteilung, die würde gar nicht hier vermutet werden. Na? Die erwartet man normalerweise im International Headquarter. Das ist nämlich hier das komplette Kosmetik-Marketing-Team, inklusive der Gestaltung des Kosmetik-Designs, das wir hier auf einen Schlag antreffen, das einfach historisch in Speyer entstanden ist und nach wie vor im Headquarter Europa angesiedelt ist. Ne? Und ganz, ganz tolles Team, ne? Mit dem Herrn Schwind, dann die Anja Wunder und ihr Namen kenne ich noch gar nicht, sie sind auch neu. Genau. Das freut mich, dass ich Sie so auch mal kennenlerne. So, woran wir denn gerade gearbeitet? Wir gucken jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen. Also, ne? Also was ihr verraten wollt, dürft ihr, aber nicht alles. Das, ne? Das ist gut zu wissen. Üblich. Also das was unsere Produkte ja auszeichnet, ist beste Resultate, maximale Sicherheit, ja, höchste Qualität. Und ja, in dem Zuge sind wir im Moment an der Kommunikation dran, dass aktuell ja alle unsere Anti-Aging-Produkte das Thermatest-Siegel erhalten haben. Mhm. Habt ihr schon drauf angestoßen? Das war ja ein großes Projekt, ne? Genau. Ja, super. Des Weiteren dann auch im Bereich Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit sind jetzt alle unsere Fitline Med und Fitline Skin Verpackungen 100% recycelfähig. Da habt ihr ganz schön was geschafft. Ne? Nächster großer Schritt. Ja. Und wenn wir mal in die Produktwelt schauen, ja, dann steht ja im November unser Asien-Kongress bevor. Mhm. Und da wird es auch wieder ein Produkt-Update-Date eines Top-Sellers geben. Aha. Speziell adaptiert auf den asiatischen Markt natürlich. Und ja, mit Hinblick auf 2021. Wir verraten jetzt noch nicht so viel. Guck mal, das ist ja schon. Das müssen die erstmal alles verdauen, was sie jetzt schon wieder gehört haben hier. Ne? Deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell wieder raus, bevor es noch mehr wird. Also vielen, vielen Dank und weiterhin frohes Schaffen. Tschüss, ciao. Ciao. So dürfen wir machen, ja? Oder hallo. Das von mir aus. Ja, wenn weit genug wegstehst, dann darfst du auch die Maske wieder runternehmen. So, und? Ungarn, sind wir auf dem Weg zum Startup. Tschechien entwickelt sich sehr gut auf dem Weg. Okay. Ja. Slowakei jetzt auch, also die machen jetzt einige Schritte. Mhm. Aber natürlich am stärksten im Augenblick Ukraine. Ukraine und Russland geht auch und voran. Russland jetzt auch, ja. Ja, die haben einen sehr guten Einfluss über die Ukraine und Asien bis. Super. Die haben ja eine große Grenzfläche zu vielen anderen Ländern. Ja. Klasse. Na ja, dann störe ich auch nicht länger, dann bin ich gleich wieder weg. Ne? Danke. Yep. Hallo. Hallo. Meine langjährige Sekretärin. Nicole, ich würde ja so gern, aber ich darf, den darf ich machen. Ja, guck mal. Ja, du hast ja ganz, ganz lang mit mir gearbeitet, ne? Ja, also ich sag mal so bis vor 5 Jahren, ne? Circa. Ja. Ne? Vier waren es sogar. Vier waren es sogar nur, ne? Also bis vor 4 Jahren. So, wie war es denn so am Anfang und was hat sich alles seitdem geändert? Oh. Es ist schon eine ganz andere Aufgabengebiet, das ich jetzt bekommen habe. Klar, weil du ja nicht mehr da bist. Ja. Vermischt mich denn ein bisschen? Natürlich. Ja, dann bin ich froh. Klar, ich vermisse das schon, aber wenn du da bist, du siehst dann tue ich ja immer alles, damit alles läuft. Oh ja, das ist toll. Ne? Ja, doch dürfte ich mich ja über die neuen Cocktailgläser freuen. Ne? Ganz klasse. Natürlich habe ich dann immer mal kurzfristig mein Einsatzgebiet wieder. Ne? Super, das freut mich. Aber wenn du jetzt mal so an PM denkst, ne? So an die Anfangszeiten und wie sich es entwickelt hat, ne? So. Mir geht's wie dir. Mhm. Ich komme manchmal hier rein und denke, oh, wer ist denn das jetzt wieder? Und ich Klasse. Bin immer hier. Ja. Also es hat sich enorm viel getan mit meinem PM. Ja. Insofern, dass wir ein Riesenunternehmen geworden sind. Ja. Das hätte ich nie gedacht, als wir im Hinterhof angefangen haben. Ja. Ich noch auch Lagerarbeit gemacht habe, Päckchen gepackt. Ja. Das habe ich mal alles selbst gemacht, wenn ich da dran denke. Ja. Das ist heute wäre nicht mehr möglich mit unserem Riesenapparat. Und das ist schon. Also immer wieder für mich, jeden Tag aufs Neue, wo ich denke, boah, wenn ich hier reinfahre, was ein Gebäude, was wir alles geschaffen haben, was dann alles jetzt hier gemacht wird auch an Logistik. Und also das ist, wenn ich jetzt immer das vergleiche mit Limburger Hof, sensationell, was in diesen 28 Jahren passiert ist. Wahnsinn. 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 Ja. Ja. Und jetzt kommt die Lagerhalle 4. Ich bin ne? sehr stolz, dass ich ein Teil da bin. Das freut mich.
Und das nach 21 das Jahren immer noch, ne? Ja. Super, okay, dann frohes Schaffen und ja, wir gehen mal weiter. Genau. Mal sehen, was noch alles erwartet. Tschüss. Nachdem wir jetzt wissen, dass einige in den Container einziehen mussten, gucken wir mal, ob wir die Container finden und schauen da einmal noch schnell rein. Ne? Also, am einfachsten gehen wir mal in offene Türen. Ne? Lassen uns überraschen. Hallo. Na, was sind wir denn hier gelandet? Grüße Sie. Guten Tag. Wir machen gerne so. Ja, gerne. Schönen Tag. So, wo sind wir denn heute gelandet? Wo bin ich denn hier? Also, DSC Controlling, Abteilung Revision. Ah, okay, super. Schön. Der Matthias Herrmann ist hier der Gruppenleiter. Der Samuel ist der länger hier. Aha, okay, super. Meine Person bin der Ruben Blecker. Ja, also ich bin schwer überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass wir Büros in Containern haben. Das habe ich erfahren, als ich in die Büros heute reinmarschiert bin und praktisch jede Abteilung war woanders, wie ich es erwartet habe. Und bei der Gelegenheit habe ich dann erfahren, dass Abteilungen, die ich gesucht habe, gar nicht im Bürokomplex sind, sondern mittlerweile in unserem Spezialanbau. Ja, naja gut, aber ihr habt ja Klimagerät und ja, und im Winter hoffentlich auch eine Heizung. Ja, eine Heizung haben wir. Da gehe ich mal davon aus, ne? Und dann wird es schon funktionieren. Ne? So. Ja, ja, gut. Alles klar. Ne? Also ich sehe schon, wir müssen mal wieder bauen. Ne? Ja, ja, ich dachte ja, na, wenn wir die Halle 4 haben, ist erstmal wieder Ruhe, aber das funktioniert ja im Moment. Es geht alles so schnell und wächst so schnell. Ne? Spüren Sie das auch? Ja. Ja? Ja. Deswegen geht hier kaum. Ne? Naja, hallo, dann wünsche ich Ihnen weiterhin frohes Schaffen. Ne? Ja, okay. Danke. Ja, aber gerne. Tschüss.